gerade weil ich ja schon mit so vielen negativen Erfahrungen rangegangen bin, muss ich sagen, doch, wirklich, das war das beste Geld, was ich angelegt habe. Das meine ich auch so. Also ich bin definitiv überzeugt davon, dass, und ich brauche lange, um überzeugt zu werden, dass ich durch die Arbeit mit euch mehr Aufträge generieren werde und auch mehr Geld verdienen werde. Ja? Mit den neuen Strategien zu arbeiten, wird mir helfen, einfach auch besser aufgestellt zu sein. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Die Abschlüsse oder das Erfolgserlebnis einfach da ist, was man einfach braucht, um wieder neuen Input, neue Energie zu bekommen. Und das kann ich ja in dem Fall nur durch Abschlüsse bekommen, weil anders geht es ja nicht. Was für mich wirklich völlig überzeugend war, ist die Tatsache, dass ihr keine Theoretiker seid, dass ihr das alles auch selbst in der Praxis umsetzt. Und ich hatte auch letzte Woche einen Anruf und da ging es am Ende auch darum, wie hoch ist ihre Provision, und da habe ich das mit voller Überzeugung gesagt, und das war schon mal so ein richtig befreiendes Gefühl. Ja, hallo, ich bin Marion Stiassny, Immobilienmaklerin in Frankfurt und Umkreis Frankfurt. Ursprünglich komme ich aus der Finanzbranche, habe mich zu einem sehr späten Zeitpunkt umorientieren müssen und bin eigentlich meiner Leidenschaft auf Umwegen gefolgt, weil meine Leidenschaft waren schon immer Häuser und Einrichtungen. Und ich kam dann über diese Umwege zu Immobilienvermittlung, habe dann tatsächlich aber auch noch mal mich ausbilden lassen. Das war mir extrem wichtig und mache das jetzt insgesamt seit 10 Jahren. Also die Herausforderungen, die ich natürlich von Anfang an hatte, war die Objektgenerierung. Tatsächlich hat der Vertrieb sehr gut funktioniert, und weil ich sehr, sehr gerne mit Menschen zu tun habe und auch gerade mit diesen täglichen Herausforderungen der unterschiedlichen Menschen und immer zu sehen, wo will oder muss jetzt der entsprechende Partner oder Interessent abgeholt werden. Natürlich kommen die Immobilien, fallen nicht vom Himmel, so dass ich am Anfang mit einer Plattform zusammengearbeitet habe, aber die nehmen die Hälfte der Provision und die Objekte sind alle scheußlich, sind alle schwierig, sind alle in schlechten Lagen und die wollen so viel Report, die wollen so viel Geld, und das stand in keinem Verhältnis, weil ich ja eigentlich nur Akquisetermine hatte und sich die Verkäufer dann letztendlich anders entschieden haben. Und dann habe ich angefangen, mir so ein Netzwerk in meinem Umfeld aufzubauen. Und das hat auch relativ gut funktioniert. Nur ich habe festgestellt, dann bei meiner eigenen Reflexion, dass ich jedes Mal die Provision nachgelassen habe. Und das hat begonnen mit der Provisionsteilung, dass ich halt schon zu jedem Verkäufer gegangen bin und nicht erst auf die Frage, wie hoch ist Ihre Provision, sondern schon im Vorfeld gesagt habe, ich gehe 1% runter mit der Provision. Bei Freunden und Bekannten immer gleich nur auf die Hälfte. Das war aber auch scheinbar eine Erwartungshaltung von denen, die ich auch nicht mehr erfüllen möchte. Weil es kann nicht sein, dass ich eine Leistung erbringe und jeder ist ja gewohnt, für jede Leistung oder auch Dienstleistung zu bezahlen. Und warum ich mich immer unter Wert verkaufe. Und ich hatte die vergangenen 2 Jahre wirklich sehr gute Jahre gehabt, erfolgreiche Jahre, die auch meine Ziele erfüllt haben, aber die hätten auch alle besser sein können. Ich habe sehr, sehr viel in Werbung investiert im vergangenen Jahr. Und auch vieles hat sich davon nicht gelohnt. Ich wurde auch hintergangen, betrogen etc. Und dann kam tatsächlich ein Anruf von euch, der mich
schon, und das war ein Bauchgefühl, wirklich angesprochen hat. Daraufhin haben wir ja dann noch einen Termin vereinbart. Und ich bin ohne den Moment, ohne zu zögern, darauf eingegangen. Und das, was ich bislang bekommen habe, war wirklich sehr, sehr viel. Viel mehr, als ich erwartet habe. Nein, eigentlich hat mich nichts davon abgehalten, weil ich bin jemand, wenn ich Ja sage, dann stehe ich auch dazu. Also wenn ich einmal Ja gesagt habe, lasse ich auch keine Zweifel mehr aufkommen. So, dass ich einfach sage, okay, was kann mir schlimmstenfalls passieren? Ich hatte im vergangenen Jahr in Online-Marketing investiert. Ja, das hat auch übers Jahr sehr viel Geld gekostet und das hat mir persönlich gar nichts gebracht, also keinen einzigen Auftrag. Es ist vielleicht so, dass ich jetzt besser im Netz gefunden werde, ja. Aber für mich hat es keinen Mehrwert gebracht oder noch keinen erreicht. Also es war ein weiterer Versuch, weil ich gemerkt habe, es stagniert. Für mich wirklich völlig überzeugend war, ist die Tatsache, dass ihr keine Theoretiker seid, dass ihr das alles auch selbst in der Praxis umsetzt. Also das war für mich, und das sage ich auch jedem, der mich danach fragt, der völlig entscheidende Punkt, weil nur mit reinen Theoretikern zu arbeiten, macht keinen Sinn. Man muss es auch, um es rüberzubringen, auch mal selbst erfahren haben. Ich habe jetzt auch eine ganz klare Strategie entwickelt, wie ich jetzt vorgehen werde. Also das war für mich ganz, ganz wichtig, und auch, dass ich mit Niederlagen anders umgehe und dass ich nicht mehr jeden Auftrag annehme. Also der Punkt war auch der, mir sind viele Aufträge, die sind nicht zum Abschluss gekommen, weil der Verkäufer einfach utopische Preisvorstellungen hatte und die nicht erfüllt werden konnten. Und dann lief der Auftrag aus und es war viel Arbeit für nichts. Jetzt habe ich auch gelernt, und das habe ich auch schon umgesetzt bei einem Gespräch mit einem Verkäufer, auch den Preis besser zu erläutern, auch die jetzige Situation, das Zinsniveau, was jemand verdienen muss. Also das habe ich tatsächlich schon einmal erfolgreich umgesetzt. Ja. Und es gibt jetzt Strategien. Ich weiß, wo ich hin will, wo meine Zielgruppe ist und auch, wie ich das angehe. Da habe ich Informationen jetzt gesammelt, habe nächste Woche schon einen Termin. Wenn ich alles anwende, was ich jetzt gelernt habe oder gezeigt bekommen habe, dass ich, wenn ich meine Prozesse alle verändere, dass ich dadurch mit Sicherheit viel mehr Umsatz generieren kann und überhaupt nicht mehr in den Konflikt komme, dass ich die Provision von Anfang an halbiere. Und ich hatte auch letzte Woche einen Anruf, und da ging es am Ende auch darum, wie hoch ist Ihre Provision? Und da habe ich das mit voller Überzeugung gesagt. Und das war schon mal so ein richtig befreiendes Gefühl. Also ich bin davon überzeugt, dass sich die Investition gelohnt hat und auch weiterhin lohnen wird, weil ich bin so davon überzeugt, dass ich auch hier weitermachen werde, weil mir die Kommunikation hilft, mir hilft auch der Austausch in der Gruppe, und wir sind ja auch fast alle Einzelkämpfer. Wir bekommen von niemandem eine Anerkennung, eine Wertschätzung oder eine Hilfestellung. Es hat bei mir lange gebraucht, bis die wirkliche Überzeugung kam. Dafür ist sie aber jetzt zu 100% da. Was mich beeindruckt hat, ist die Tatsache, dass auch ihr noch am Wochenende oder am Abend oder wie auch immer auf E-Mails, habe ich gar nicht erwartet, antwortet oder reagiert. Ich mache das zwar auch, aber das hätte ich niemals erwartet, finde ich toll. Am Anfang hätte ich mir gewünscht, weil ich komme noch aus der Generation, wo ich lieber ein Gespräch habe, wenn ich meinem Gegenüber auch sehen kann und nicht nur auf dem Bildschirm habe. Ich gebe zu, das hat mich am Anfang, das hat mich etwas irritiert.
Aber das hat nichts damit zu tun, dass ich mich nicht super betreut gefühlt habe in jeder Hinsicht. Bei irgendwelchen Unsicherheiten habe ich dann auch sonntags gleich eine E-Mail geschrieben und oder bei irgendwelchen Fragen, und die wurden sofort beantwortet. Und dann hatte ich kürzlich auch eine Situation, das war nur ein Gedanke, den ich loswerden wollte, und da habe ich abends eine WhatsApp geschrieben. Und da bekam ich 3 Antworten, oder am Wochenende, von wirklich von dir, von Alexander und von Vanessa. Und da muss ich sagen, also das ist schon ein Thema, wenn man so gut betreut wird, rund um die Uhr. Das ist ja heute überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Ja, das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Die allgemeine Betreuung war sowieso super. Hier zu sein ist ganz toll. Ja, ich war auch sehr neugierig, weil ich ja immer nur Ausschnitte gesehen habe, auch von den Räumlichkeiten, und dass wir uns heute jetzt wirklich mal persönlich kennenlernen, bringt mir schon sehr viel. Das war relativ am Anfang. Da hat der Alex eine Äußerung gemacht, und der mich ja überhaupt nicht kennt, der meine Vorgeschichte nicht kennt, mein Leben nicht kannte. Und der hat meine Persönlichkeit oder auch meine Unsicherheit derartig auf den Punkt getroffen. Das war, da habe ich wirklich gesagt, wow, ja, wie geht das jetzt, ja? Dass der das einfach so sagt, und er trifft das 100% auf den Punkt. Und das ist der Punkt, wo ich ansetzen muss. Dass man sich auch die Mühe gemacht hat, den Menschen zu analysieren. Und natürlich gibt es ein Schema, nach dem ihr arbeitet, aber nichtsdestotrotz geht ihr doch individuell auf den Menschen ein, weil jeder ist ja auch anders. Und das ist ja auch das Wichtige, das ist das Wichtige auch in unserem Beruf, dieses Individuelle. Ich habe immer sehr, sehr viele Besichtigungen gemacht und habe auch bei irgendeinem meiner 1:1-Session mal gesagt, ich besichtige aber gerne. Und ich weiß nicht, ob es bei dir war, ich glaube, es war der Alex, der hat dann gesagt, naja, dann musst du das halt als Hobby machen. Ja, tatsächlich, darüber habe ich auch nachgedacht. Und wir hatten jetzt auch im letzten Live-Call, ich habe zwar mit jedem Interessenten im Vorfeld telefoniert, nichtsdestotrotz wollten die Leute dann alle die Objekte sehen. Ihr macht das anders, und es ist vielleicht doch besser, die Dokumente vorher hinzuschicken. Es ist doch besser, die Finanzierung vorher zu prüfen oder das mal abzuklären. Das habe ich nämlich erst bei Kaufinteresse gemacht. Und dann kann ich ja nun auch die Zeit, die mir dadurch erspart bleibt, auch wenn es mir noch so viel Spaß macht, neue Leute kennenzulernen, auch in meiner Freizeit kennenlernen. Mach das sofort. Das ist die beste Investition.